Hallo Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Tag in Minecraft. Heute vor unserer Holzfarm, die funktioniert für Birken, Eichen und Tannen. Aber letztes Mal habe ich einiges an Akazien gebraucht und ich musste dafür ein paar Mal in die Savanne. Und die sieht nun ziemlich leer aus. Drum denke ich, machen wir heute mal oder beginnen wir heute mit einer weiteren Holzfarm für Akazien. Und die sollte grundsätzlich dann auch für die Kirschblüten gehen, welche im nächsten Update kommen. Ich habe mir gedacht, ich platziere das hier hinten. Da haben wir so eine kleine Versenkung, so dass wir dann quasi auf dieser Ebene schön in die Farm reingehen können. Und das Ganze dekorieren wir dann wieder so etwas im Schema Tempel. Aber wahrscheinlich ein bisschen ein anderes Farbschema. Und ich denke, ich kann dieses Muster, das geht noch besser. Gut, wir werden das Ganze in verschiedenen Stufen machen. Die erste Stufe in diesem Video ist die Farm selbst. Dann das nächste Video, der ganze Holzstrom, wie wir das Holz aus der Farm rausschieben. Dann eine Folge für das TNT Blast Chamber, wo wir das Holz zerstören. Und dann der vierte Teil, und es müssen nicht unbedingt vier Folgen nacheinander sein, wo wir dann letztendlich das Gebäude drumrum bauen. Also, ich beginne mal und dann schauen wir, was wir haben. Der Unterboden oder die elektronische oder die Redstone-Schicht ist nun platziert. Und hier könnt ihr sehen, was alles zumindest theoretisch aus der Farm kommen kann. Was wir hier in diesem Sortierer nicht drin haben, sind die Sticks, die Holzstöcke. Aber wir haben hier etwas einen anderen Sortierer, der nämlich hier nur 18 Items braucht, weil hier hinten ist das Signal etwas kürzer, und das können wir machen, weil wir hier nicht den großen Durchsatz haben. Wenn wir die Blätter brechen, so wie wir es da machen, dann bekommen wir einige Setzlinge raus, aber nicht der Haufen, so dass die Hopper, die Sortierer, nicht überfordert sind. Und darum können wir das auch so machen. Denn die Gefahr, die bestehen würde, ist, dass wenn wir in einem Hopper plötzlich so viele Items haben, dass dadurch das Signal so stark wird, dass auch die Redstone-Fackel nebenan verlöscht, dann hätten wir ein Problem. Hier oben haben wir die Input-Chest für unser Bone Meal. Und da können wir Setzlinge reinlegen, die wir nach unserer Session übrig haben. Und die wird dann auch sortiert. Hier, das ist unser On-Off-Schalter. Der bringt diese Glock hier zum Laufen, und dann haben wir hier hintenrum ein
Redstone-Signal, das hier reingeht und im Wesentlichen dafür da ist, dass dann hier das Bone Meal raufgeht. Und dann hier platzieren wir den Sapling, dass dieser dann mit Bone Meal versorgt wird. Hier von diesem Hopper werden wir dann die Setzlinge zurückbekommen. Und weil wir hier auf Soul Sand stehen und darunter haben wir Hopper, alles was wir nicht aufnehmen, geht darüber. Was wir dann hier auf dieser Seite haben, ist, man kann es nicht sehen, aber darunter ist ein Kaktus, so dass all die Items, die entweder nicht sortiert werden können oder die Hopper schon voll sind, die werden hier reinfallen. Und dann hier auf dieser Seite bekommen wir ein Signal raus, indem wir das Signal von da rübernehmen. Und da haben wir diese Pisten wird gepowert. Dieser Observer merkt das, powert den Block und dann haben wir hier auf dieser Linie auch Power drauf. Und die geht zum einen hier rüber, zum anderen hier rüber. Und hier auf der Seite haben wir einen Delay Circuit. Das heißt, wir bekommen hier das Signal rein und das Signal läuft hier ein paar Mal im Kreis. Und jedes Mal, wenn es hier durch den Comparator durchgeht, ist das Signal etwas schwächer. Und wenn das Signal 1, 2, 3, 4, 5, nur noch 5 stark ist, dann reicht es nicht mehr für hier hinten rum und wir bekommen kein weiteres Output-Signal raus. Hier auf dieser Seite dasselbe, nur hier gehen wir dann mit Glas weiter, da haben wir ein Torch Tower. Das ist auch ein Delay Circuit, allerdings etwas anders, denn der kann bis 2 runterzählen, bevor wir kein Signal mehr rausbekommen. Und dann haben wir hier hinten noch ein Signal raus. Das geht nach links und nach rechts. Allerdings, wie ihr hier am Repeater seht, sind die nicht gleich eingestellt. Der auf 2 Ticks, der auf 4. Und nun geht es in die nächste Phase, wo wir das ganze Konstrukt obendrauf platzieren. Der obere Teil ist nun auch fertig und hier auf der Seite, links und rechts, seht ihr wieder das typische Pattern mit Slime Block und Honigblock. So wie wir es auch da drüben haben. Allerdings muss ich sagen, diese Farm ist etwas einfacher zu bauen, denn wir haben hier die Redstone-Blöcke und da drüben haben wir die Redstone-Blöcke auf der hinteren Seite neben den Pisten und die powern die Pisten bzw. Butt powern die Pisten. Und zum die platzieren mussten wir sicherstellen, dass das Push-Limit erreicht ist, so dass die Pisten nicht extenden. Und das Problem haben wir hier nicht, denn die Pistenreihen werden hier direkt über Repeater gepowert und nicht über die Redstone-Blöcke da hinten.
macht das Ganze etwas, braucht ein bisschen mehr Redstone-Linien, aber ich denke, macht das Ganze dann letztendlich einfacher. Das links und rechts ist das gleiche Schema und hier in der Mitte, das ist dann im Wesentlichen der Teil, der den Holzstrom da rausschiebt. Und hier haben wir einen Dreifach-Piston-Extender, zweimal hier mit den Sticky-Pisten und dann der letzte hier in der Mitte. Und dieser wird zweimal gepowert, einmal von dem Redstone-Block und einmal von dem Redstone-Block. Und wie ihr euch erinnert, die beiden Seiten sind ja leicht zeitversetzt. Und jetzt wisst ihr auch, warum. Und dadurch können wir sicherstellen, dass die Akazie, die ja nicht gerade wächst, sondern in alle vier Richtungen Verzweigungen haben kann, dass wir alles hier zuerst so alignieren und dann nach außen schieben. Und da haben wir dann letztendlich einen schönen Blockstrom. Und hier hinten haben wir die Redstone-Linien. Auch hier wieder haben wir zwei unterschiedliche Delays für links und rechts. Und das bewirkt dann letztendlich, dass die Pisten schön nacheinander ausfahren, so wie sie es sollen. Nun aber, das war's für heute. Wir haben den ersten Teil geschafft und dann sehen wir nächstes Mal, wo die Reise hingeht. Also bis dann und tschüss!